Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie alle recht herzlich hier in der Kleinmünsdorfer Heide begrüßen zu unserem zweiten Tag des niedersächsischen Leistungshütens. Und die Schafe sind eingetroffen, der erste Hüter ist auch bereit. Wir können jetzt mit dem ersten Durchgang beginnen. Zum Ablauf, wir hüten heute Morgen zwei Durchgänge und danach machen wir die Siegerehrung für das niedersächsische Leistungshüten. Die Arbeit des Schäfers beginnt jetzt damit, dass er den Pferd kontrolliert, ob seine Tiere alle in Ordnung sind, dass er ausziehen kann. Seine Hunde, sehen Sie, hat er vor dem Pferd abgelegt. Hier bei diesen Ausscheidungshüten wird der Ablauf eines Schäfers für den Tag in Frakturform dargestellt. Das heißt, wie ich eben schon sagte, er kontrolliert zunächst, ob seine Tiere in Ordnung sind. Dann zieht er aus dem Pferd aus. Und hier vorne entlang des Weges stehen zwei weiße Pfähle. Dort muss die Herde dann in das sogenannte Weidegebiet einziehen. Wir haben gesehen, dass die Tiere ganz ruhig aus dem Pferch ausgetrieben wurden, die Hunde stehen geblieben sind, so wie sie sollen und den Einzug ins Weidegebiet auch begleitet haben. Sie sehen jetzt, dass der Haupthund auf den Weg gestellt wird. Das Weidegebiet wird auf der linken Seite begrenzt mit dem Weg, auf dem sich jetzt der Schäferhund dort links befindet. Ziel ist es in dem weiten Gehüt, dass die Tiere möglichst breit fressen, denn der ganze Durchgang dient ja dazu, dass die Tiere gehütet werden, also quasi gefüttert werden und sie in Ruhe fressen können. Noch ein paar Informationen dazu. Die Herde besteht zum größten Teil aus grau gehörten Heidschnucken. Sie sehen aber auch ein paar Ziegen sind dort zwischen und ein paar weiße Schafe, ein paar Kreuzungsschafe. Und es sind ca. 280 Tiere. Sie sehen hier sehr schön, wie die Herde breit wird und fast auf voller Breite gehütet wird und in aller Ruhe frisst. Die Tiere nehmen den Hund kaum wahr auf der linken Seite und so soll es eigentlich auch sein. Der Hund soll die Schafe ja nicht beim Fressen stören, er soll nur die Grenzen verteidigen dort. Der Parcours, sagte ich Ihnen schon, geht dann wie folgt weiter. Die Tiere ziehen oben auf der Stirnseite raus aus dem weiten Gehüt und gehen dann rechts durch die Heide. Dort ist ein Weg zu erkennen, etwa mit dem Flatterband, was da hängt. Dann sind sie im sogenannten engen Weg und ziehen ganz durch die Heide durch in den rechten Teil rein. In dem rechten Teil sehen Sie zwei Holzhürden aufgestellt. Das ist die sogenannte Brücke, die wir im späteren Verlauf nochmal brauchen. Aber etwas rechts davon steht ein weißer Pfahl. Um diesen weißen Pfahl zieht die Herde rum in das enge Gehüt und aus dem engen Gehüt heraus auf den Weg wieder durch die Brücke. Dann verlässt die Herde kurz die Heide und geht vorne auf den Weg, auf den Zufahrtsweg, auf den sie sicherlich gekommen sind. Dort wird der Part Verkehr gemacht, das heißt ein Fahrzeug kommt von vorne auf die Herde zu und der Hund muss eben so viel Platz machen, dass das Fahrzeug ungehindert und zügig durchfahren kann. Und das gleiche passiert nochmal mit einem Fahrzeug, was rückwärtig auf die Herde tritt. Dort muss der Hund dann quasi das Auto abholen und an der Herde vorbeileiten. Dann kommt die Herde wieder zurück hier in die Heide, wird eingepfercht und dann ist der Durchgang beendet. Hier sehen Sie jetzt sehr schön, wie aufmerksam der Haupthund da auf der linken Seite die Tiere beobachtet.
und wie er immer auf und ab geht, um immer jederzeit im Bilde zu sein. Und die Tiere sind so ruhig, sie nehmen eigentlich gar keine Notiz von dem Hund. Und so soll es eigentlich sein. Das sogenannte enge Gehüt ist ca. 30 Meter breit und wird auf der linken Seite begrenzt durch den Weg, also eine natürliche Grenze, und auf der anderen Seite durch den Waldrand, ebenfalls eine natürliche Grenze. Und die Hunde passen jeweils darauf auf, dass die Tiere diese Fläche nicht verlassen. So, die Herde verlässt jetzt das enge Gehüt und zieht dort auf den Weg, der sich da jetzt rechts befindet, wo sie die Hunde sehen jetzt gerade. Die Übung besteht darin, dass die Tiere auf dem Weg bleiben und die Hunde die jeweilige Seite des Weges wehren. Und während die Herde zieht, werden die Hunde auch die Seiten wechseln. Das werden Sie sehen, dass sie vor dem Schäfer vorne kreuzen, sodass jeder Hund auf jeder Seite zum Einsatz kommen kann. Die Herde zieht jetzt gleich in das enge Gehüt ein und auf der linken Seite beim Einzug ist eine sogenannte spitze Ecke. Dort wird der eine Hund aufgestellt, sodass die Schafe um ihn herum ziehen müssen. Die Herde verlässt jetzt das enge Gehüt und zieht auf die Brücke zu. Bei der Brücke soll es so sein, dass jeweils an einer Seite der Brücke stehen bleiben und die Herde zügig durch die Brücke zieht. Ziel ist es natürlich, dass ein Tier an der Brücke vorbeiläuft. Sie sehen hier auch sehr schön, obwohl es ziemlich schmal ist, das Gelände, wie ruhig die Tiere dort sind und auch wieder der Hund seine Seite wehrt, ohne die Schafe dort zu stören. Und wenn die letzten Tiere die Brücke passiert haben, dann werden die Hunde abgerufen und dürfen der Herde folgen. Da Part Verkehr gemacht, das heißt, ein Fahrzeug kommt von vorne auf die Herde zu und der Hund muss eben so viel Platz machen, dass das Fahrzeug ungehindert und zügig durchfahren kann. Und das Gleiche passiert nochmal mit einem Fahrzeug, was rückwärtig auf die Herde trifft. Dort muss der Hund dann quasi das Auto abholen und an der Herde vorbeileiten.